Baureihe 185.6 Einführung. Ja, und ihr seht wahrscheinlich, auf welcher Strecke das Ganze stattfindet. Nämlich auf der Tharandter Rampe. Willkommen zur Lokführerschulung. Hier werden Sie durch den Betrieb einer BR 185.6 Elektrolokomotive in Railpool-Lackierung geführt. Ja, und damit herzlich willkommen zu dieser neuen In dieser Folge. kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Frachtbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Zu dieser neuen Folge von Trainsim World 3, der Danny Spitters. So, dann wollen wir uns mal begeben in unseren Arbeitsplatz. Normalerweise bezieht dieses Fahrzeug über einen Stromabnehmer Strom aus der Oberleitung. Da der Stromabnehmer jedoch gerade gesenkt ist, müssen wir die ersten Systeme durch Anzapfen der Hilfsbatterie mit Strom versorgen. Aber wir das mal tun. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Jetzt, wo Strom zur Verfügung steht, verwenden Sie den Richtungswender, um das Führerpult zu aktivieren. Wir werden warten müssen, bis die Bremsen genug Druck aufgebaut haben. Ja, das ist ja in den meisten Zügen so, beziehungsweise Lokomotiven, dass die Bremsen natürlich erstmal einen gewissen Druck aufbauen müssen, um dann auch vernünftig zu funktionieren. Und das dauert dann halt leider seine kleine Zeit, aber naja, so ist das. Haben wir eigentlich Wagen dran? Nee, ich glaube nicht, ne? Doch. Holzwagen. Sehr schön. Aktivieren Sie nun den Stromabnehmer, sodass er sich mit der Oberleitung verbindet. Die Lokomotive ist jetzt. Mit dem Richtungswender stellen Sie die Fahrtrichtung ein. So sieht's aus. Für diese Einführung werden wir den Zug eine kurze Strecke fahren, bevor wir ihn zum Stehen bringen. Die Lokomotive ist bereits an einen Waggonzug gekuppelt, sodass wir die Zugbremse verwenden werden. Lösen Sie die Bremsen, indem Sie die Zugbremse in die Position Fahren stellen. Das müssen wir noch mal warten, den Bremsdruck. Warum habe ich kein Licht? Dieser Zug ist bereit zur Abfahrt. Erhöhen Sie die Leistung ein wenig, um loszufahren. Ah, so sieht's aus. Dann wollen wir mal. Jetzt haben wir auch Licht. Sehr, sehr schön. So, 100 km/h sollen wir erreichen.
Wunderschön. Wunderschön. Das Ausrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, ziehen Sie die Zugbremse an, um ein wenig Bremskraft anzuwenden. So, da oben fährt auch ein Güterzug her. Da steht ein Regionalexpress, Steuerwagen voraus. Vorne dran nehme ich mal ganz stark an, eine Baureihe 146, oder? Ist das eine 112 oder 143? Nein, es ist doch eine 143, was? So, unser nächster Ort zum Anhalten ist Signal DMH 5426, wo auch immer das sein mag. Aber das ist halt unser nächster Anhaltepunkt. So, dann wollen wir mal ein bisschen langsamer werden hier. Vielleicht gibt es nämlich die Zugbegrenzung. Nun müssen wir den Zug abbremsen und zum Stillstand bringen. Verwenden Sie die Zugbremse, um etwas Bremskraft zu erzeugen. Etwas ist gut. Zu schnell wollen wir natürlich auch nicht anhalten. Haben wir immerhin noch 700 Meter. Das heißt, wir werden es doch ein wenig rollen lassen. Wir haben jetzt ja auch keinen Zeitdruck. So, da vorne kommt dann unser Zielpunkt. Gelbes Vorsignal. Türfreigabe. 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 Was gibt's hier? Was sollten wir eigentlich spielend schaffen hier? Den Punkt einigermaßen anzuhalten. Sieht doch gut aus. Ein Meter. Perfekt. Gute Arbeit. Der Zug hat sicher angehalten. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieser Lokomotive durchgegangen. Sehr, sehr schön. So, jetzt habe ich es zu schnell weggedrückt. Aber ihr habt es gesehen, Gold habe ich erhalten. Das war's dann wieder mit diesem Video, mit diesem Szenario. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer, der den ich spielt, das macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Macht's gut.